Iona, eine aus England stammende Stute, die sich beim Reiten selbst in die Seite beißt. Ariane Telgen soll Abhilfe schaffen. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck. Es ist Iona, stolze Besitzerin davor. Ja, aus dem Kontaktformular habe ich ja schon so ein bisschen was gelesen, dass du eigentlich gar nicht reitest, weil du vermutest, dass die Iona gesundheitliche Probleme hat. Ja. Wie stellt sich das denn dar? Also sie hat letztes Jahr angefangen, dass sie immer mit dem, also sich in die Seite gebissen hat, in die linke Seite beim Reiten, beim Antraben. Okay. Und zwar so massiv, dass ich sie nicht antraben konnte. Dann haben wir erst überlegt, okay, ist es vielleicht, also ich gehe nie davon aus eigentlich, dass es kein Bock ist in dem Sinne, sondern ich versuche schon immer herauszufinden, was es ist. Aber ich habe in dem Moment halt, meine Freundin meinte, guck erst mal. Ich habe es versucht, ein bisschen zu überreiten, es wurde aber gar nicht besser. Dann habe ich sofort gelassen. Und im Endeffekt kam dann also raus, dass sie ein Magengeschwür hatte, also mehrere, die auch behandelt werden mussten. Das haben wir letztes Jahr dann gemacht. Dann wurde es auch besser. Also es war wirklich viel besser und wir sind wieder gestartet mit dem Reiten. Es hat super geklappt. Da war das in die Seite beißen weg dann? Genau, ja. Okay. Also alle Symptome, die sie vorher eigentlich hatte. Sie hatte halt auch einen extremen Blähbauch. Also normal. Letztes Jahr war sie aber auch im Winter sehr, sehr dick. Die Tierärzte haben mir gesagt, ja, sie finden nichts. Ich wusste aber, dass halt irgendwas ist, weil es wirklich untypisch war. Oder sonst die. Sie war jetzt halt, seitdem ich sie hatte, also ich habe sie, seitdem sie drei ist, seit 2017. Ja. 2016 habe ich sie kennengelernt und dann ist sie mit mir nach Deutschland gekommen. Ich habe sie aus England und da habe ich gearbeitet auf dem Gestüt. Ja. Und dann ist sie in Offenstall gekommen, in Klein. Mit 7 anderen Pferden. Mhm. Da war auch von der Heuqualität alles wunderbar, aber der Platz hat einfach nicht gereicht, weil sie ist halt ein Pferd, das zwischendurch einfach mal Vollgas geben muss. Mhm. Und wenn sie das nicht kann, dann wurde sie unausstehlich. Mittlerweile ist sie halt älter geworden und es geht. Aber wo sie 3, 4, 5 war, war es schon, da ist sie gestiegen, da hat sie gebuckelt an der Hand. Also es war schon grenzwertig, weil sie einfach, sie konnte ihre Energie nicht rauslassen. Ja. Und da habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht mehr, wir müssen in einen größeren Stall. Und dann sind wir in einen größeren Offenstall gewechselt, mit einer großen Herde, 25 Pferde ungefähr, aber halt eine riesige Fläche. Okay. Und da stand sie jetzt bis September diesen Jahres. Mhm. Und da haben die Heu oder Heulage bekommen. Ich hatte aber letztes Jahr schon das Gefühl, dass sie Heulage nicht so gut verträgt. Nur ich kann das nicht, also ich konnte es da nicht beeinflussen. Es ist auch manchmal nicht beeinflussbar. Ja. Es hängt am Wetter, das ist einfach so. Ich habe aber auch in Offenstallhaltung gar nicht so viel Komplikationen mit Heulage feststellen können. Ja. In Boxenhaltung ist das viel schlimmer. Was aber häufig so ist, Füchse vertragen häufig keine Heulage. So habe ich es in 25 Jahren festgestellt. Ein paar darunter hatten damit keine Probleme, aber viele waren wirklich da, die es nicht so gut weggesteckt haben. Jetzt sind wir monatelang wirklich regelmäßig geritten. Ja. Also ja, 3, 4 Mal die Woche ist für sie schon recht viel. Ja. Und da war das dann tatsächlich so, dass sie ohne Probleme lief. Wir sind auch immer weitergekommen im Reiten. Und von jetzt auf gleich, vom einen auf den anderen Tag, fing sie wieder damit an, dass sie wieder, also sie hat extrem mit dem Schweif geschlagen. Und dann wurde es so, dass sie, ich habe erst gedacht, es sind Fliegen da, weil es war Sommer. Ne? Und dann bin ich angetrabt, dann hat sie ja noch mehr mit dem Schweif geschlagen, dann fing sie wieder das Beißen an. Also sie dreht den Kopf halt immer so rum und versucht sich halt immer in die Seite zu beißen. Letztendlich. Ja, ne? Genau. Ne? Also das war echt, ich habe dann auch wirklich ganz viele Huforthopäden, Hufschmiede angefragt, dass sie sich einfach mal den Huf angucken und mir ihre Meinung sagen. Weil ich halt, jeder sagt halt immer was anderes. Ja. Die einen sagen, Eisen sind gut, die anderen sagen, Eisen sind eine Katastrophe. Ich habe mich jetzt dafür, also ich habe
bin jetzt bei einem Huforthopäden, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, mit dem ich auch sehr zufrieden bin, weil er einfach, wenn man dann Eisen drauf hat, ist halt einfach das Problem, dass sich der Huf, wenn man 6-Wochen-Rhythmus nimmt, der sich schon wieder so verändert, dass wir dann wieder bei -10 ungefähr anfangen und es wieder eher tendenziell schlimmer wird. Wir haben jetzt 3-Wochen-Rhythmus in der Bearbeitung und selbst da ist es so, dass es nicht schlimmer wird, aber jetzt auch nicht mehr unbedingt viel besser. Ansonsten wächst das Überbein wieder und es ist bisher jetzt halt schon hier arg am Karpalgelenk. Also es beeinflusst sie noch nicht, es ist noch nicht so am Gelenk, dass es das Gelenk beeinträchtigt, aber würde es halt weiter wachsen in die Richtung, kann es schon der Fall sein. Deswegen bin ich da immer auf der Innenseite, ne? Genau, weil die Belastung halt immer hier, wenn man sie auftreten sieht, ist es halt auch immer so. Eine andere Frage, benutzt du Gamaschen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also Ich habe es häufig schon erlebt, dass diese Hartschalen-Gamaschen auch über Beine machen. Ja, ich weiß. Nee, um Gottes Willen. Also die einzigen, die ich habe, sind so weiche mit Fell und allem, weil Hartschalen habe ich sofort aussortiert. Ja, kommt man letztendlich auch nicht drauf, weil Hartschalen ist das, was fast jeder hat. Ja. In jedem Geschäft kriegt man das und ich habe also wirklich Pferde gehabt, die sind vorne mit einer Vorderbeinlahmheit gekommen. Also Lahmheit nicht, aber ein Tickern immer. Und bis man da mal hintergekommen ist. Und dann haben wir wirklich die Hartschale abgemacht. Und dann war das Tickern weg. Hartschale wieder dran, Tickern wieder da. Und die Überbeine sind wirklich auf der Innenseite immer mehr geworden. Und seitdem benutze ich die auch nicht mehr. Ich bin immer so der wahre Kraus, glaube ich, für die Industrie. Das ist leider wahr. Ja. Früher ist sie sehr gerannt, typisch Araber, Kopf hoch. Das haben wir echt super hinbekommen. Sie lässt sich schön fallen. Wir haben jetzt halt daran gearbeitet, dass sie mehr Last auf die Hinterhand aufnimmt, damit sie von der Vorderhand wegkommt. Ne? Sie hatte ganz lange Probleme beim Longieren mit dem Galopp. Und jetzt geht es, aber wir sind noch nicht in der Halle galoppiert, weil sie das, das war jetzt der Plan tatsächlich. Okay. Also ich war kurz davor, eine Reitstunde zu machen fürs Galoppieren. Ja. Und dann fing es halt wieder an. Und deswegen, also jetzt wäre sie fast soweit, aber fing es halt wieder an. Jetzt muss ich mal fragen, weil du machst ja ganz viel, du probierst ganz viel, du machst ganz viel, du schaffst ganz viel mit deinem Pferd. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also als es wieder anfing, ich hatte halt das Gefühl, dass sie, dass es irgendwas anderes diesmal ist. Also, dass es nicht rein vom Magen kommt, weil sie hat, wenn ich sie gesattelt habe, war sie nicht empfindlich. Sie hat weder das Bein hochgenommen, sie war nicht am Bauch empfindlich. Obwohl sie auch, finde ich, recht dick war. Sie war im alten Stall so dick und auch aufgebläht, weil die hatten halt Wiese voll. Dann war die Wiese abgefressen, die hatten kein Heu oder irgendwas nebenbei. Dann sind die wieder auf eine volle Wiese gekommen. Da hatten einige Pferde Koliken, weil die damit einfach nicht umgehen konnten. Immer von diesem Keinfutter zu ganz viel. Und dadurch, dass sie ja dann schon wieder die Magenprobleme hatte, und ich glaube, bei ihr ist es unter anderem auch stressbedingt gewesen. Ja, auf jeden Fall hatte ich einfach das Gefühl, dass es diesmal nicht nur vom Magen kommt. Und das ist halt, wenn ich jetzt einen Tierarzt gerufen hätte, hätten die gesagt, ja, Magen ist wieder das gleiche wie letztes Mal, hätten wahrscheinlich wieder eine Gastroskopie mir gesagt. Dann Osteo und so hatte ich ja auch schon häufiger da, auch letztes Jahr, die sich das angeguckt haben, aber nicht wirklich unbedingt was gefunden haben. So was jetzt auf die Probleme hindeutet, ne? Wenn es der Magen war, okay. Ja, und ich möchte gerne einfach mal jemanden, der sich alles einmal anguckt. Ne? Also guckt, ob sie vom Rücken, ich könnte mir vorstellen, dass es was Muskuläres ist vielleicht vom Rücken. Vielleicht auch nochmal auf den Sattel gucken, zu dem Sattel. Auf jeden Fall. Das ist ein baumloser Sattel. Aus dem Grund, weil sie halt eben diese ganz krassen Schwankungen vom Bauchumfang hatte, von Winter zu Sommer an. Der ist jetzt halt so, im Endeffekt muss man den mit dem Pad so zusammen sehen wie ein Sattel ohne. Ja. Ne, weil der ist jetzt halt, ja, wie soll ich, ist schwer zu beschreiben, aber es ist halt. Werd ihn sowieso drauflegen. Ja, ja. Ne, aber der ist, im Endeffekt gibt das Pad nochmal diesen bisschen, diese Polsterung. Der hat halt gar keine Polsterung. Also es ist im Endeffekt ein Hauch von nichts. Ja. Weil als wir das, das ist so ein Konzept, man kann halt alles tauschen. Die Sattelblätter kann man tauschen, man kann die Sitze tauschen. Das Einzige, was immer mal wieder war, dass sich so ein bisschen das aufgeschwemmt hat auf der Wirbelsäule. Ja. Also das war im Endeffekt da recht nah am Widerriss, war immer so ein ganz kleiner Huppel nach dem Reiten. Der ist danach einen sehr starken Schwung da unten. Ja. Ne? Ich würde sie sowieso komplett
durchchecken. Ich würde aber mal vermuten, einfach nur, damit es schon so ein bisschen gedanklich sich setzen kann. Meine Erfahrung ist, ein Pferd, was Magengeschwüre hatte, bleibt immer ein Magenpatient. Nicht, weil die meisten Magenpferde, die kommen wieder zurück. Nicht geschwürtechnisch, aber die haben einen Stressmagen. Ja. Und ohne Sattel war es aber auch. Also ich bin dann auch noch mal ohne Sattel, gleiche Problematik. Ja. Sie ist an sich halt sehr, sehr nett. Also sie macht nie, sie hat noch nie gebuckelt unterm Reiter. Ja. Sie ist in der Freiarbeit, also wenn sie im Roundpen ist, kann sie schon ordentlich Gas geben, dann fliegen die Hufe auch ordentlich durch die Gegend. Aber im Reiter noch nie. Ja. Und sie zeigt das halt immer sehr nett alles. Ne? Okay. Ich nehme das halt wahr, deswegen muss sie auch nicht mehr machen. Ja. Aber so an sich ist sie halt wirklich sehr nett. Dein Ziel ist mit ihr reiten zu können? Ja, also... Oder dein Ziel ist es zu wissen, ist es der Magen, ist es der Rücken, ist es dies, ist es Ich möchte halt einfach nicht, dass sie Schmerzen hat. Also ich glaube schon, dass sie sehr viel Spaß dabei hat, wenn sie im Gelände richtig Gas geben kann mal. Ne? Das in der Halle machen wir halt so als Ausgleich, gerade auch für den Rücken, weil sie schon, finde ich, immer so dazu neigt, so ein bisschen durchzuhängen. Dann würde ich, wenn hier gleich alles ruhig ist, würde ich sie mir rausholen, würde sie durchgucken. Morgen Nachmittag weiß ich schon so ungefähr, hoffentlich, wo es hingeht. Dann würde ich mich auf jeden Fall auch melden. Heute Abend schicke ich auch ein Foto. WhatsApp haben wir ja. Morgen früh dann wahrscheinlich auch. Und dann würde ich morgen Nachmittag mich schon mal melden, so einen kleinen Zwischenstand machen. Und dass wir schon mal so ein bisschen weiterschauen können, wo die Richtung hingeht. Sogar schon eingeflochten. Ja, weil sie, wenn sie schwitzt im Hänger, dann schwitzt sie unter der Mähne halt noch extremer. Ja, ja. Das mache ich auch gleich eben noch raus. Aber da dachte ich mir, ist das vielleicht ein bisschen besser. Ich wollte hier eigentlich auch noch so Zwischenlöcher machen, weil ich finde, es könnte minimal hier so minimal noch tiefer sein. Manchmal rutscht es ein bisschen hoch. Das habe ich noch nicht geschafft. So. Okay, dann hast du quasi wie einen Oberzügel und einen Unterzügel. Genau. Also im Endeffekt, ich nehme mir immer den dicken Zügel, also zum Stellen. Das ist der hier. Ja. Den habe ich immer hier, also unter dem kleinen Finger. Ja. Und den, das im Endeffekt den äußeren Zügel, den habe ich dazwischen wie ein normaler Zügel. Also wie ein Kandarrenzügel. Genau. Und dann ist es halt im Endeffekt, wenn ich jetzt sie reiten würde, fein, super, klasse. Dann habe ich im Endeffekt nur den äußeren auf Spannung. Der hier hängt durch. Also wenn ich sie jetzt links rum reiten oder auch Handarbeit machen würde, würde der Stellungszügel außen durchhängen, weil den brauche ich ja dann erstmal nicht. Ja. Und genauso hier der dünnere würde innen durchhängen. Ja. Dafür ist dann halt aber der in dem Sinne für die Stellung. Das ist hier aber ganz fein. Ja. Also sie ist tatsächlich, meine Reitlehrerin meinte, wenn sie ihre Pferde damit reiten würde, würden die gar nichts machen, weil die das überhaupt nicht merken würden. Ja. Aber sie ist halt so fein, dass sie damit echt gut klarkommt. Also wir kommen da wirklich gut klar. Ich habe mal, also mit Trense, wie gesagt, haben wir noch nie gemacht. Muss ja auch nicht, wenn man nicht zum Turnier will, wo es halt einfach mehr oder weniger in den kleineren Prüfungen in der Dressurpflicht ist. Ja, ja. Also Hafer kriegt sie auch aktuell. Ah ja. Sie bekommt morgens eine Kelle. Bisher hatte sie abends zwei Hände bekommen. So. Mhm. Jetzt bekommt sie aber morgens und abends eine Kelle. Was ist das denn für eine Kelle? Also weißt du, wie viel? Ja, ich denke so eine silberne. So eine, es gibt ja verschiedene Größen. Also die auf dem Jahrmarkt haben immer so kleine, wo sie in die Lakritz und in die Bonbons reingehen. Ich lasse mal ein Foto machen, dann schicke ich dir das. Nein, ich denke halt so eine lange, also so eine... Ja, okay. Weiß ich nicht, ein halber Kilo, könnte ich mir vorstellen. Finde ich aber toll, weil ganz viele würden jetzt sagen, oh Gott, Araber, Vollblut, der gibst du Hafer, bist du denn geisteskrank? Oder verrückt, muss ich sagen. Ja. Nein, aber gerade die brauchen das, weil die haben einen ganz anderen Stoff jetzt im Kreislauf und die verbrennen viel mehr. Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe mir die Iona geholt und Iona stand eben gerade noch nicht so entspannt hier.
weil die war wirklich sehr skeptisch und auf Oberlinie. Jetzt sieht sie gerade hinten die Pferde, aber das Anfassen fand sie gar nicht so toll. Und ich habe sie jetzt einfach wie Chick-Chick ganz lange gestreichelt. Und jetzt kann ich sie hier wirklich überall anfassen, ohne dass sie jetzt großartig Böses von mir erwartet. Was mir die Iona aber ganz klar zeigt, ist, dass sie sich mehrfach wirklich immer in die linke Seite versucht zu beißen und zu zwicken, mir richtig zeigen will, wo was sitzt. Die Aussage der Besitzerin ist auch, dass sie auf das Reiten verzichtet, weil halt wirklich dieses Beißen in die Seite auch da besteht, auch ohne Sattel, mit Longiergurt, mit Sattel. Es gibt eigentlich gar keine Veränderung. Fein. Ja, was mir noch auffällt, ist, dass das Fell stellenweise schön glänzt. Es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wäre das komplette Pferd mit Fellglanzspray eingesprüht. Also es fühlt sich ganz glatt an, aber trotzdem ist es sehr unregelmäßig. Das heißt, einige Stellen wie hier vorne sehen so aus, als hätte man gegen den Strich gebürstet. Dann sind hier wieder so Stellen bei, die wirklich so ein bisschen kahl sind, wo ich sagen würde, Mensch, so wie hier. Oder man sieht halt im Unterhautgewebe, dass es so komisch meliert ist. Häufig gibt es Mineralfutter, was dann halt wirklich in Kombiprodukten gegeben wird. Und da muss man einfach so ein bisschen wissen, dass halt einfach viele Produkte gemeinsam nicht so viel Wirkung bis gar keine Wirkung haben. Es ist immer, finde ich, besser, diese Sachen einzeln zu füttern oder zumindest so zu füttern, dass die Synergien passen. Und von hier, quasi von hier bis hier, ist es deutlich wärmer als im vorderen Bereich. Es ist ein richtig schöner Rücken eigentlich, weil der ist ganz breit. Ist bestimmt total bequem zum ohne Sattel reiten. Was mir jetzt als erstes auffällt, ist, dass es die Iona ist noch gar nicht so alt. Also ich habe es häufig bei den Blütern oder bei den Arabern, dass die wirklich hier schnell einfallen im Rücken und dann diese Kruppenpartie hier hinten so markant rauskommt, weil die einfach hier so runtergehen. Ich habe auch schon einen Lieblingspunkt von der Iona entdeckt. Und zwar ist der wirklich hier hinten neben der Schweifrübe. Den findet sie richtig toll. Ja. Ne, da will sie am liebsten richtig schön doll massiert werden. Ne? Ich würde sagen, es ist auf beiden Hufen ein bisschen der Fall. Aber da sind die Huforthopädisch, glaube ich, gut unterwegs. Und solange sie nicht fühlig ist, so wie es der Tarzan zum Beispiel war, braucht man da natürlich auch keine Eisen. So, ich finde das immer ganz irre, weil die Pferdebesitzer, die hierher kommen, dass die wirklich ihre Pferde hier lassen, das zeugt schon wirklich von Vertrauen. Fein, so ist schön, ne? Ja, so ist schön. Gut so. Naja, und das Vertrauen muss ich von den Pferden auch erstmal kriegen. Toll, super, super. Ja, so war das eben auf der anderen Seite auch. Da war sie ganz skeptisch erst. Da habe ich sie erstmal schön gestreichelt, ne? Bis du gemerkt hast, ich tue dir gar nicht weh. Nein, mache ich nicht. Gucke mal. So, und das ist überhaupt gar keine Zeitverschwendung, so wie es manche vielleicht sehen. Und ich glaube auch, das ist in so normalen oder klassischen osteopathischen Einheiten zeitlich auch einfach gar nicht drin. Weil wenn ich jetzt für anderthalb Stunden oder sowas zu einem Hausbesuch fahre, habe ich ja zum einen selber gar nicht die Ruhe, weil ich muss auf die Uhr gucken, dass ich pünktlich zum nächsten komme. Und das ist schon eine innere Unruhe, die sich überträgt. Hier habe ich nur den Gedanken, wie lange kann ich den Kameramann und seinen Arm ausreizen?
Und wann setzt er sich in der Ecke und sagt, jetzt ist genug? Aber das dauert schon. Der ist gut erzogen und ansonsten wird er ins Raunpen geschmissen und muss ein paar Runden laufen. Männererziehung ist eben nicht von der Hand zu weisen. Hier ist viel Spannung drin in der Oberlinie. Darf ich einmal, sie soll jährlich zum Zahnarzt gehen, das letzte Mal dieses Jahr im August? Fein, da vermute ich jetzt einfach mal nichts. Ich habe mich nur eben gewundert, als ich sie geholt habe und ihr das Leckerli gegeben habe, hat sie das nach ganz vorne geholt, um es vorne zwischen den Schneidezähnen zu zerkauen. Das hat mich schon wieder stutzig gemacht. Also ich wäre jetzt wirklich, ich glaube, mit meinem Latein am Ende, wenn hier jetzt ein Pferd steht, was jährlich zum Zahnarzt geht. Aber eigentlich habe ich das schon häufiger gehabt, was denn doch was hat. Und man sieht schon, sie ist, oh, neue Situation. Was mache ich jetzt? Ich würde am liebsten abhauen. Du, ich bin immer noch ich, immer noch die Gleiche. Ja, immer noch die Gleiche. Oh, la 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 la. Aber wir haben hier das gleiche Spiel wie auch bei vielen anderen Pferden oder wie auch jetzt bei der Viva, bei unserem zweiten Gastpferd. Da sind die Backenzähne rund, aber Schneidezähne vorne sind lang. Und es gibt hier am Ende, ich gucke mal, ob wir es hinkriegen, dass sie es uns zeigt. Und man sieht hier, alles gut. Und man sieht hier die Kante. Das heißt, der Unterkiefer, der Schneidezahn von unten, ja, 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 malt quasi hier was rein. Und dieses Stückchen hier, das wächst runter. Und wenn man das nicht wegmacht, dann wächst das immer länger. Das heißt, die Schneidezähne sind zu lang und es gibt immensen Druck aufs Kiefergelenk. Da ist der Haken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wird mir auch bewusst, warum sie sich die Leckerlis nach ganz vorne holt, weil sie vielleicht hinten gar keinen Kontakt hat. Wie ist das denn auf der anderen Seite? Kommst du mal nach vorne, Süße? So, kann schon wieder Aufschluss sein, warum zum Beispiel das Aufgedunsene da ist, weil wenn die Nahrung nicht richtig zerkleinert wird, dann hat natürlich der Verdauungstrakt richtig viel Arbeit, das einzuweichen, es zu zersetzen. Es bleibt länger im Verdauungstrakt, es können mehr Gase entstehen und das ist schon wieder eine Kettenreaktion, die ganz unangenehm ist. Schnell was essen, ne? So, und jetzt holt sie sich das nach vorne. Vorne zwischen die Schneidezähne, macht es kaputt. Weg ist es. Ein Fall für den Zahnarzt, aber einer, der die Zähne, die Schneidezähne mitmacht. Komm mal her. Und das ist das, was ich traurig finde, weil die, also ich kann nur einfach sagen, alle Pferdebesitzer, die ich hier kennenlernen durfte, die machen wirklich alles. Die holen Osteopathen, Physiotherapeuten, Zahnärzte, Tierärzte. Ich würde mal so sagen, die behandeln ihr Pferd wirklich wie ihr Baby, wie ihr Kind. Und dann finde ich es einfach traurig, dass das Ganze denn so endet, dass sie wirklich alles machen, viel Zeit investieren, viel Geld investieren. Ja, und dann, wenn ich mir einen Zahnarzt hole, dann muss ich doch davon ausgehen, dass der es so macht, dass das Pferd anschließend gut damit klarkommt. So, und ich sage mir einfach, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann möchte ich, dass der meine Zähne so macht, dass ich keine Probleme habe, dass ich gut kauen kann, dass ich keine Bauchschmerzen habe von Brocken, die irgendwie in meinem Bauch ankommen, dass ich nicht, wenn ich vom Brot abbeiße, gucken muss, dass ich es irgendwie mit der Backenzähne mache oder was auch immer. Und das ist das, was ich immer sehr schockierend finde, dass es wirklich Probleme im Maul gibt, obwohl ein Zahnarzt dabei ist und dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das zeigt sie. Das ist wahrscheinlich jetzt das, was ganz viele sehen wollen. Ich lese es immer in den Kommentaren.
Ariane, was hältst du von einem baumlosen Sattel? Jetzt habe ich einen hier, jetzt kann ich dazu gleich was sagen, hoffe ich. Jetzt muss ich wieder, ich würde Iona sagen. Iona, glaube ich, wird es ausgesprochen. Guck, wie sie schon guckt, ich habe den Sattel in der Hand und sie sagt, ach nee, ernsthaft? Schon mal ein schlechter Start für den baumlosen Sattel. Wird leider ein bisschen verträumt. Wir reiten nicht. Die Sitzfläche sieht eigentlich mega bequem aus, ganz weich. Mir würde wirklich das Sattelblatt fehlen. Hier ist wirklich gar nichts. Ich lege jetzt einfach mal, wie ich es bei anderen Sätteln auch mache, einfach mal nur den nackten Sattel drauf, um zu gucken, wie sich der Schwung verhält. Egal, ob das jetzt ein baumloser Sattel ist, ein Western-Sattel ist, ich glaube, kein Sattel darf eine Brücke bilden oder darf vorne oder hinten Hauptbelastung haben. Er sollte eigentlich schön sich dem Rücken anpassen. Komm mal her. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Ganz, 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 ganz vorsichtig bin ich. Oh, so schön. Oh. So. So, jetzt ohne das Pad drunter. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass der Sattel in diese Position kommen müsste. Und dass er auch ein bisschen Belastung hier vorne hat. So kippt er jetzt nach hinten runter. Und hier vorne ist nichts. Umso weiter ich ihn nach vorne lege, umso schlimmer wird es. So, ich muss ja aber die Gurtlage einhalten. Jetzt sieht man schon, würde ich den Sattel jetzt nach vorne ziehen, in diese Position. So, da wird er wahrscheinlich auch liegen. Er müsste in diese Position. Von der Logik her lege ich jetzt das Pad drunter. Und von der Logik her müsste ich jetzt hinten ziemlich viel reintun, damit es in die Waagerechte kommt. So, wenn ich mir das Ganze jetzt ohne Pad anschaue, dann ist hier wirklich null Wirbelsäulenfreiheit. Und wenn sie ihren Rücken aufrichten würde, was sie ja nicht gerne macht, weil der Magen wahrscheinlich wehtut. Nein, ist alles gut. Dann würden die Dornfortsätze hier gegendrücken. Relativ ungünstig auch noch, dass hier gerade der Schweifriemen ist. Gut, da ist noch ein Pad drunter. Der wird da also hoffentlich nicht da drauf drücken. Das werde ich jetzt gleich sehen. So, das ist etwas, das werde ich mit der Besitzerin einmal machen. Dass sie zum Beispiel ihr Pferd einmal sattelt, so wie sie es machen würde. So, aber wenn ich mir jetzt das Ganze angucke, hat sich an der ganzen Systematik nichts verändert. Der Sattel liegt immer noch hinten runter, sogar noch mehr als vorher, weil er ja viel weiter weg ist vom Rücken. Und das Ganze sieht irgendwie aus wie so ein Kamelhöcker, finde ich. Ich finde auch, vom Gefühl her bin ich ganz weit weg vom Rücken. Tja, ich weiß nicht, was ich zu baumlos sagen soll. Also entweder müsste man den anders anpassen, aber das ist ja hier ein Spiel. Das ist ja, das schwimmt ja vorne und hinten. Und die Aussage, dass man es fest gurten muss, sagt ja nur aus, dass man das Ganze fest nach unten drückt. Und da, wo es jetzt schon kippelt, da wird es sich ja noch fester reinziehen. Ich würde das Pferd gar nicht spüren. Und man sieht das richtig, wie das hier hinten, wenn man hier mal hinguckt, wenn ich hier bin, wie das genau in den Bereich geht. Und ich drücke jetzt nur mit meinen Händen, würde ich Dollar drücken. Dadurch kommt halt diese Hängeposition. Ja, baumlos. Ich
kann jetzt natürlich nicht für alle baumlosen Sättel sprechen, aber wenn baumlos dieses Resultat ist, dann glaube ich, würde ich nicht mit baumlos reiten, weil halt einfach wirklich keine Wirbelsäulenfreiheit da ist. Und wenn, glaube ich, muss man wirklich gucken, dass auch ein baumloser Sattel auch ohne Pad in der Waagerechten liegt oder wenn das Pad dafür da ist, um die Polsterung zu übernehmen, die sonst bei einem klassischen Modell halt die Rückenpolsterung macht, dann würde ich sagen, müsste man diesen Sattel hier vorne Polsterung rausnehmen, dass er vorne tiefer kommt. Ich bin aber von dem ganzen Modell gar nicht so erbaut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zum einen sitze ich sehr weit weg vom Rücken, was auch wieder eine extrem viel höhere Hand zur Folge hat. Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, wenn der Sattel, ich würde ihn jetzt einfach mal hier vorne hinlegen, einfach aufgrund der Gurtlage, wenn ich mir das Ganze angucke und ich sitze hier hinten und die Steigbügel sind aber da vorne, denn und der Sattel kippt nach hinten runter, dann weiß ich nicht, also ich würde mir jetzt vorstellen, den Reiter, der da drauf sitzt, der hätte, glaube ich, ganz viel Probleme, sich aufrecht hinzusetzen, weil er ja ständig mit dem Oberkörper eigentlich nach hinten gesetzt ist. Dann sind die Steigbügelriemen für meine Begriffe im Verhältnis zu dem Sattel hier hinten sehr weit vorne. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieser Sattel den Reiter A in einen Stuhlsitz setzt, aber einen baumlosen Sattel in diese Oberlinie zu bringen, ist genauso schwer, glaube ich. Und die Erzählung war, dass diese langen Sattelblätter von dem klassischen Sattel ihr Probleme bereitet haben, ihr Schmerzen bereitet haben. Aber wenn man magengeschunden ist, dann ist natürlich alles an Berührung, was hier hinkommt, unangenehm. Und dann ist natürlich sowas erstmal angenehmer. Und das ist etwas, das übertrage ich auch auf einen Sattel. Es mag richtig sein, es mag falsch sein. Meine Logik sagt mir, es ist richtig. Und in den 3-Tage-Checks zeigen mir das die Pferde eigentlich auch, indem sie sich zum Positiven verändern. Und sie ist hier gerade völlig entspannt, schläft fast ein. Ich kraule sie hier ganz leicht hier hinten auf ihrer Kruppe. Sie hat den Sattel drauf und entspannt. Fein, ne? So, jetzt hole ich sie mal raus aus ihrem Schlaf. Ich mache ihr die Decke drauf. Ich habe mich dazu entschieden, beide über Nacht draußen zu lassen, dass sie sich bewegen können. Das tut den meisten Pferden gut. Und dann kriegen sie ihr Abendbrot und dann geht es morgen früh weiter. Gucke mal. Ja, so sehen die Pferde hier aus, die am ersten Tag sind. Abends ihren Check bekommen, ihre Massage bekommen, ihre Behandlung bekommen. Also ich glaube, es muss sich kein Pferdebesitzer Sorgen machen, der sein Pferd hier hinbringt, weil am Abend sehen sie so da. Das erinnert mich immer an früher, wenn das Sandmännchen seinen Sand verteilt hat. So ungefähr ist es hier auch. Na komm, jetzt muss ich dich leider rausholen aus deinem Tiefschlaf. Und wie es mit Iona weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Für ganz Ungeduldige stehen neue Filme schon vorab im Kanalmitgliedsbereich zur Verfügung. Auch kann man dort viele Fälle in der Uncut-Version sehen und jetzt ganz neu auch Tutorials und Podcasts zum Nachreiten und Ausbilden von Pferden nach Arianes Reitweise. Wir wünschen euch viel Spaß und bis auf bald. Euer Hofeichen-Eck-Team.